Das Training an der Stange hat es in sich. Polsport nennt sich das anstrengende Workout. Wer jetzt an schmuddelige Bars denkt, der irrt. Wer fit sein will, bringt seinen Körper ab jetzt an der Metallstange im Fitnesscenter in Form. Pole Dance nennt sich der Spaß und das ist Muskeltraining vom Feinsten. Wer regelmäßig trainiert, verfügt danach über eine ausgezeichnete Körperspannung und Muskeln werden aufgebaut. Und die braucht man auch. Denn egal ob mit einer Choreografie oder als rein artistisches Training, um sich an der Stange halten zu können, braucht man Kraft. Trainiert werden vor allem die Arme und der Oberkörper. Allen Interessierten wird geraten, darauf zu achten, dass der Trainer ordentlich ausgebildet ist. Wer über eine Ausbildung einer Pole Dance Akademie verfügt, kennt sich nicht nur mit den Figuren an der Stange aus, sondern auch bei den Muskelgruppen, die dabei beansprucht werden.